Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und es ist das erste Video auf dem Kanal Wir für euch, Gott liebt dich. Und ich werde dieses Video auch noch auf dem Kanal Mein Weg zurück ins Leben veröffentlichen, aber erst ja in ein paar Wochen. Es steht, also dieses Video steht jetzt eng im Zusammenhang mit den ersten Videos, die jetzt hier auf dem Kanal erscheinen werden. Und ich würde euch gerne kurz Zeugnis geben, was so los war oder was so meine Gebete waren. Und ihr seht es schon am Betreff, es geht auch um das Thema Irrlehre, Glaubenssätze. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist ein Begriff aus dem Coaching oder ein Begriff, den man auch in der Psychologie verwendet. Und ich würde gerne heute mit euch über dieses Wort kurz reden und würde euch gerne Zeugnis geben, was der Herr mir offenbart hat. Das war jetzt erst in den letzten Wochen der Fall. Und es war also für mich jetzt in meinem Glaubensleben eine richtig gewaltige Sache. Es war für mich persönlich nochmal ein richtiger Schritt in die Gemeinschaft mit Jesus, in die Gemeinschaft mit Gott, unserem Vater und auch mit Erfolg in meinem Gebetsleben verbunden. Ich beschäftige mich die letzten Wochen intensiv mit dem Thema Gebet und gar nicht so sehr, dass ich jetzt irgendwie große Abhandlungen lese von Theologen, sondern der Herr hat mir eine Aufgabe gegeben, wo ich in der Bibel hin soll, was ich machen soll, und das tue ich. Und so studiere ich jetzt schon seit ein paar Wochen das Wort Gottes in Bezug auf das Thema Gebet. Und da kam dann auch wieder das Thema Glaubenssätze auf, ja, oder überhaupt Glaube. Also ich habe mich daran erinnert, dass ich damals im Coaching viel mit Glaubenssätzen gearbeitet habe. Und ich würde euch gerne hier kurz über die Irrlehre erzählen, ja, also zum Beispiel NLP, neurolinguistische Programmieren, das arbeitet, dort wird viel mit Glaubenssätzen gearbeitet, aber auch im Bereich der Psychologie oder überhaupt die ganzen Mentaltrainings, Mentaltechniken. Es wird viel über die Sprache gearbeitet. Und wenn wir uns in der Bibel lesen, durchlesen, Sprüche 18, 21, Tod und Leben stehen in der Ge Zunge Gewalt oder in der Gewalt der Zunge. Also das Wort, das ausgesprochene Wort hat eine unglaubliche Kraft. Wir wissen, dass durch das Wort alles entstanden ist. Sicherlich habt ihr auch schon gehört, dass in dem Wort, ja, in Gebet, in den Dingen, die wir aussprechen, einfach auch eine Kraft liegt. Also wenn wir beten und sprechen aber permanent Zweifel aus, sprechen permanent Zweifel in unser Leben, dann blockieren wir ganz viel. Und im Coaching hat man mit gewissen Glaubenssätzen gearbeitet. Vielleicht hast du das schon gehört. Ich würde mir gerne mal kurz mit dir die Definition anschauen, was ist denn überhaupt ein Glaubenssatz? Also ich habe damals in meiner Ausbildung gelernt, ein Glaubenssatz ist eine unreflektierte Verallgemeinerung, etwas, was ich glaube. Ja, also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin der King oder ich bin perfekt oder ich bin das Beste, was es gibt, und ich glaube diese Dinge, dann ist das, sag ich mal, so ein sogenannter Glaubenssatz. Es ist eine Verankerung von bestimmten Wahrheiten in meinem Kopf, in meinen Gedanken, die ich für wahr halte. Wenn wir jetzt mal beim NLP schauen, was es bedeutet. Ich lese euch einfach mal ein paar Definitionen vor. Ein Glaubenssatz ist eine Annahme mit einem Gefühl von Sicherheit. Sie beinhalten die für uns als Wahrheit deklarierten Gedanken und Lebensregeln, die wir über uns, die anderen und die Welt als solche anerkennen. Ja? Ihr werdet gleich wissen, worauf ich hinaus will. Ich habe ganz oft schon gesagt, die Bibel und das Wort Gottes ist heute, nachdem ich umgekehrt bin, 2018, für mich die absolute Wahrheit.
Und ich habe von Anfang an war mir klar, dass ich mein komplettes Denken, meine Sinne, Römer 12, Vers 1 und 2, dass ich all das, was ich bisher gelernt habe, in die Tonne getreten habe und dass ich mich komplett auf das Wort Gottes ausrichten will. Ich will denken, wie Gott denkt. Ich will handeln, wie Jesus gehandelt hat. Und ich möchte gerne, dass der Heilige Geist mich so verändert, dass diese Dinge von ganz alleine funktionieren. Also, dass ich das nicht aus dem Fleisch machen muss, sondern dass ich von innen heraus von Gott so verändert worden bin, dass es einfach so ist. Ja? Und ich wusste also, dass ich meine Gedanken und Sinne erneuern muss in Bezug auf das Wort Gottes. Und ich hatte eben diese Grundlage, dass meine Gedanken zuvor geprägt worden sind in Richtung Welt und das, was man eben im Coaching und in der Psychologie so macht, nämlich im Humanismus, man bezieht das alles auf sich selber. Man baut sein Selbstbewusstsein auf, man baut seinen Selbstwert auf, man bekommt Selbstvertrauen und man liebt sich selber. Ja, also es ist alles von einem selber abhängig, von der eigenen Person. Während wir im Glauben vor Gott als gerecht gelten, weil Jesus für uns eingestanden ist, ja, weil wir vor Gott nie hätten bestanden können. Es ist also eine komplett andere Sache, wenn wir mit dem Glauben unterwegs sind. Und heute ist für mich das Wort Gottes die absolute Wahrheit, die absolute Nummer eins. Und das, was der Feind da draußen in der Welt macht, über diese ganzen verschiedenen Themen, Bereiche, Techniken, was es alles gibt, ist für mich einfach nur eine billige Kopie. Und aus diesem Grund habe ich also auch lange nie irgendwie das Thema Glaubenssätze in den Mund genommen. Wenn, dann habe ich über Glauben gesprochen. Ja, dass ich auch da schon jetzt im christlichen Glauben auch darauf geachtet habe, glaube ich das wirklich, wenn ich etwas in der Bibel lese? Oder ist es nur so eine Kopfgeschichte? Also in meinem Kopf habe ich es verstanden. Aber das ist noch nicht wirklich gerutscht, ja, dass ich das wirklich komplett als Wahrheit ansehe und das wirklich bis in jetzt die kleinste Zelle meines Körpers als Wahrheit fühle. Ich habe also über Glauben gesprochen, aber habe die ganze Zeit nie über Glaubenssätze gesprochen, weil es für mich natürlich diesen Touch der Persönlichkeitsentwicklung hat. Aber für diesen neuen Kanal hatte ich den Eindruck, der Herr sagt zu mir, nachdem er mir ein paar Dinge offenbart hat, dass ich darüber reden soll, nämlich über das Original und über die billige Kopie. Und deshalb schauen wir uns wirklich erstmal die Definition an und dann sage ich euch, was bedeutet das für euch im christlichen Glauben? Also ich lese es nochmal. Eine Definition ist, ein Glaubenssatz ist eine Annahme mit einem Gefühl von Sicherheit. Also es ist wie eine Wahrheit für mich, ja. Sie beinhalten die für uns als Wahrheit deklarierten Gedanken und Lebensregeln, die wir über uns, die anderen und die Welt als solches anerkennen. Ja, das heißt, es ist jetzt nicht spezifisch auf die Psychologie oder auf das Coaching, sondern es wird davon gesprochen, was halte ich persönlich für die Wahrheit? Und diese Gedanken, die ich damit im Zusammenhang habe, sind meine Gedanken, meine Glaubenssätze in meinem Kopf, ja, in meinem Gehirn. Ich habe eingangs gesagt, ich habe damals bei der European Business Academy auch diese Definition gehabt, dass es unreflektierte Verallgemeinerungen sind. Das heißt, Dinge, die in deinem Kopf einfach wie selbstständig ablaufen. Es sind einfach Wahrheiten, die du in deinem Kopf hast, ohne mal darüber nachgedacht zu haben, was du denn in deinem Kopf so denkst. Ja? Die Bibel sagt uns ganz klar, es macht schon Sinn, die Gedanken und Sinne mal sich anzuschauen und zu gucken, was denkt es denn so den ganzen Tag in mir. Und ich habe hier noch eine andere Definition, auch aus dem NLP. Ein Glaubenssatz ist der sprachliche Ausdruck von etwas, an das jemand glaubt, was jemand für wahr hält. Glaubenssätze sind im NLP ein Ausdruck innerer Modelle, die jede Person fortlaufend entwirft und andauernd entwerfen muss, um sich in der Welt zu orientieren. Ja, also ich sage es jetzt nochmal mit meinen Worten. Glaubenssätze sind einfach Sätze, Gedanken in deinem Kopf, die du für wahr hältst. Und nur weil jetzt eine Person die für wahr hält, heißt das nicht, dass sie gut für sie sind. Ja, die Menschen da draußen in der Welt, die sich auch mit den
nicht mit Gott beschäftigen, die haben so ihre eigenen Glaubenssätze, mit denen sie durch die Welt gehen. Aber wir als Christen, um jetzt mal überhaupt das Wort Glaubenssatz vielleicht mal zu benutzen, unsere Glaubenssätze in unserem Kopf sollten übereinstimmen mit dem Wort Gottes. Und was Gott mir gezeigt hat, war, also als ich mich mit dem Thema Gebet beschäftigt habe, wir werden das auch nochmal wirklich irgendwann ganz ausführlich machen. Ich habe ganz, 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 ganz viele Notizen. Ein Teil bekommt ihr ja schon im Broadcast mit, wenn ich die Beiträge mache. Aber als ich mich jetzt intensiv mit dem Thema Gebet beschäftigt habe und bin durch die Evangelien gegangen und habe mir insbesondere natürlich Jesus angeschaut, ja, der Sohn Gottes, unser Retter, unser Heiland, das Wort Gottes, das Mensch wurde. Ja, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Mensch und kam mit seiner eigenen Schöpfung. Also Gott, das Wort, kam in unsere Schöpfung. Also habe ich mir angeschaut, wie hat Jesus gesprochen? Was waren seine Gedanken? Ja, wie hat er gedacht? Weil das, wie er gedacht hat, ist das, wie Gott denkt. Die Dinge, die er ausgesprochen hat, da sehen wir keine wirklichen Konjunktive, ja, so dieses, ja, wenn ich jetzt den Vater bitten würde, würde er mein Gebet erhören, ja, nein, alles, worum ich meinen Vater bitte, das Gebet erhört er, also die Sprache von Jesus war einfach sehr klar und in dem Zusammenhang hat der Vater mir gezeigt, dass ich das aufgreifen kann, soll, muss, wie auch immer. Ich bete ja oft und bitte den Vater, dass er mir hier für den Dienst zeigt, was ich tun kann, was euch irgendwie hilft. Ich bete ihm und sage, Vater, was hilft den Menschen? Worüber soll ich reden? Wo gibt es Unstimmigkeiten? Wo gibt es Dinge, die sie falsch verstanden haben? Worüber soll ich reden? Was willst du, dass ich mache? Und ich hatte den Eindruck, dass er mich darauf dahin schob, über das Thema Gebet auf die Sprache auch zu achten. Und ich finde es ganz schlimm, wenn ich Christen höre, die, sobald man darüber spricht, dass man darauf achtet, was man für Gedanken hat oder was man ausspricht, das sofort in die Irrlehre des NLP tun. Ja, also so komplett das Wegschieben. Und ich kann das verstehen. Ich kann verstehen, dass Christen Angst haben vor den Dingen des Feindes. Absolut kann ich das verstehen. Aber dennoch ist es wichtig, dass wir uns anschauen, wie es in der Bibel ist, ob es biblisch ist. Die Klarheit, die Jesus hatte, die Klarheit, die überhaupt die Männer Gottes hatten, ja, auch David hatte, die zum Beispiel auch Johannes der Täufer, ja, der auch sehr klar war in dem, was er sagte. Paulus, ja, sowieso in den ganzen Briefen. Also Petrus war ja eher einer, der vielleicht schon so ein bisschen rumgeeiert ist, der ab und zu Menschenfurcht hatte und Jesus hat für ihn gebetet, dass er da weiter geistlich wächst und er ist weiter geistlich gewachsen. Aber bei Petrus war es, er hatte da ein bisschen Scheu, Paulus war da einfach sehr klar. Und das erste Video, was jetzt nach diesem Video kommt und ich werde es heute veröffentlichen, ist ein erstes kleines Video mit Sätzen aus dem Wort Gottes. Also der Vater hat mich durchgeleitet und hat mir ein paar Bibelstellen gezeigt und hat mir gezeigt, wie ich das machen kann, so dass ihr diese Wahrheiten für euch und euer Leben laut aussprecht. Es sind kleine Videos, die wie eine Art Gebet sind. Ich bin auch schon am zweiten dran. Und ihr könnt das also laufen lassen und könnt diese Wahrheiten laut aussprechen. Und sie sind von mir so formuliert worden, dass sie zwar einem Glaubenssatz ähneln, aber ich hoffe, dass ihr die Angst davor verliert, denn letztlich ist es keine Irrlehre, sondern es ist eine klar ausgesprochene Wahrheit des Wortes Gottes.
Und wenn ihr das zum Beispiel aussprecht und ihr merkt, es ist noch so eine Kopfgeschichte, dann merkt ihr, es ist noch nicht wirklich gerutscht. Dann macht es immer wieder. Lest diese Stellen in der Bibel nach, sprecht sie laut aus, beschäftigt euch damit. Und darüber hinaus werden eure Gedanken und Sinne werden erneuert und ihr fangt an, in eine Sprache zu sprechen in euer Leben, womit ihr dann auch Jakobus 4,7 den Teufel wunderbar in die Flucht schlagen könnt. Ja, schaut euch Jesus an, als er in der Wüste war und der Versucher trat auf ihn zu. Jesus konterte ganz klar mit dem Wort Gottes. Ja, er sagte, es steht geschrieben. Ja, also er antwortete mit dem Wort und dieses Wort war keine Eventualität. Ja, Epheser 6, das Wort ist wie ein Schwert. Ja, das Wort ist eine Waffe. Und wenn du die Wahrheiten der Bibel glaubst, dann werden diese Dinge in deinem Leben auch eine Wirkung zeigen. Du wirst merken, wie es dir besser geht, wie du einfach auch viel stärker stehst, wie du viel stabiler bist und wie diese Wahrheiten immer klarer werden und du sie glaubst. Ja, und in dem Moment, wo du diese Dinge glaubst, wo in deinem Gehirn auch diese Gedankenerneuerung stattgefunden hat, wird das Ganze zu einer richtigen Kraft. Und während die Persönlichkeitsentwicklung das Ganze macht, ohne Jesus in Betracht zu ziehen, ohne Gott im Boot, sondern allein, einzig und allein quasi von Gott getrennt auf die eigene Person bezogen, haben wir all das, was wir glauben, auf Jesus gegründet, auf dem Evangelium der guten Nachricht. Gott richtet seine Herrschaft auf. Gott hat mich gerufen, ich bin zu ihm umgekehrt. Ich habe mein altes Leben begraben. Ich bin jetzt ein Kind Gottes geworden. Ich lebe für Gott. Ich lebe für das Reich Gottes. Ich helfe dem Vater, das Reich aufzurichten und bin hier auf der Erde das Salz und das Licht der Erde und leuchte und Gottes Herrlichkeit wird durch mich sichtbar. Wenn wir so leben, dann werden Menschen dich fragen. Menschen werden dich fragen, warum gehst du gut durch diese Krise? Warum bist du so entspannt? Mensch, wieso schockt dich dieses oder jenes nicht? Warum bist du so positiv? Ja, Menschen werden merken, dass an dir etwas anders ist. Und wenn an dir etwas anders ist, dann kannst du sagen, ich bin auf Felsen gegründet. Ich habe mein Leben nicht mehr auf mich selber gegründet, sondern ich habe mein Leben auf dem Wort Gottes gegründet. Und dann können wir auch wirklich gute Jüngerschaft machen. Und ich hoffe, dass diese Videos, das ist der erste Teil, es wird noch andere Dinge hier auf dem Kanal geben, wir für euch, aber das ist der erste Part, was Gott mir jetzt gezeigt hat. Eine zweite Sache weiß ich schon, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Das hat er von der, Gott macht, zeigt mir immer die Dinge und macht es von einem bestimmten Ereignis abhängig. Also bestimmte Dinge müssen erst getan sein oder müssen erst, wie sagt man, erfüllt sein, müssen erst passiert sein, damit dann der nächste Schritt kommt. Und ich habe mir angewöhnt, nicht mehr nach vorne zu stürmen, sondern auf Gott zu warten, bis er sagt, so jetzt. Aber mit diesen Videos starten wir jetzt. Und ich hoffe, dass sie dir helfen, gut zu beten. Schau es dir an, sprech einfach laut mit. Es ist gut für Menschen, die noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, die vielleicht gerade frisch im Glauben sind. Es fällt dir noch schwer zu beten. Dann sprech einfach die Texte mit laut aus. Mach das ein, zweimal am Tag. Ich habe die Bibelstellen darunter geschrieben. Nimm deine Bibel in die Hand, lies diese Bibelstellen selber nach und lass den Heiligen Geist in deinem Leben wirken. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Es ist einfach nur ein kurzes Video heute gewesen. Wir werden sicherlich an anderer Stelle noch mal ausführlicher darüber reden. Aber ich wollte euch wirklich mal ein Stückchen die Angst davon nehmen, Wahrheiten auszusprechen, weil ihr glaubt, dass ihr vielleicht damit dem Feind in die Hände spielt. Nein, der Feind wird es hassen. Ja, der Feind wird hassen, wenn ihr die Wahrheiten laut aussprecht. Das gefällt ihm nämlich gar nicht, weil dann ist für ihn kein Raum. Er wird immer probieren, euch
wie soll ich sagen, das Wort, das ich jetzt gerade im Kopf habe, ist so eierig zu halten, ja, so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch, ja, so halbherzig, in Konjunktiven redend, statt wirklich klar und überzeugend und im Glauben stehend, in der Wahrheit stehend. Das gefällt ihm halt überhaupt nicht. Und ihr werdet merken, es wird was in eurem Leben passieren, wenn ihr weniger Zweifel aussprecht, weniger jammert und dafür die Wahrheiten Gottes in eurem Leben ausruft, ja, mit der Zunge. Denn Tod und Gewalt stehen in der Macht der Zunge. Das, was wir aussprechen, hat eine Kraft. Ich habe dazu noch einen Gedanken, ich ergänze den gerade mal heute. Ich hatte schon den Gedanken, ein Video zu machen. Ich mache es jetzt heute einfach mit. Vielleicht drehe ich noch mal eins, das sehe ich dann. Auf jeden Fall hatte ich ein interessantes Gespräch mit einer Person, die nicht im Glauben steht. Und es ging dort halt auch um die Wissenschaft und wissenschaftliche Dinge. Und ich habe also so erzählt von meiner früheren Arbeit und habe eben erzählt, dass ich damals sehr wissenschaftlich unterwegs war. Ja, also ich habe über viele Dinge gelehrt, die zum Beispiel aus dem Bereich der Quantenphysik kamen. Also ich habe den Menschen wissenschaftlich erklärt, warum die Dinge, die wir denken, die wir glauben und die wir in unser Leben sprechen, warum die Materie werden, warum sie Gestalt annehmen. Und das habe ich aufgrund von Quantenphysik und wirklich wissenschaftlichen Experimenten, zum Beispiel das Doppelspaltexperiment. Das müsst ihr jetzt bitte, bitte nicht nachgucken. Ja, ihr habt Jesus, ihr habt den Herrn und ihr habt das Wort Gottes und es ist eine mächtige Waffe. Also fangt gar nicht mit den anderen Dingen an. Aber ich habe zu dieser Person gesagt, weißt du, ich habe bereits schon zu den Zeiten, als ich noch viel mit der Wissenschaft zu tun hatte, habe ich diese Dinge wissenschaftlich erklärt. Und der Punkt ist der, wie gehe ich an eine Sache ran? Ja, gehe ich zum Beispiel wissenschaftlich an eine Sache ran aus der Unvollkommenheit heraus, das heißt, ich erforsche und erforsche und erforsche und lerne immer mehr kennen, immer mehr Wahrheit, immer mehr Dinge, die funktionieren, oder geht zum Beispiel jemand in die Forschung, weil er von der Vollkommenheit ausgeht. Also zum Beispiel, wenn wir von der Vollkommenheit ausgehen, dann ist für uns klar, Gott ist vollkommen und alles ist vollkommen und es wird quasi die Vollkommenheit erforscht und nicht die Unvollkommenheit wird erforscht bis hin zur Vollkommenheit. Und ich habe dieser Person gesagt, weißt du, als ich noch in der Wissenschaft war und habe mir diese Dinge wissenschaftlich erklärt, stieß ich irgendwo an meine Grenzen, ja? Ich bin einfach an Grenzen gestoßen, weil die Wissenschaft eben noch nicht in dieser Vollkommenheit angekommen ist, wie es im Wort Gottes steht. Wir erkennen stückweise, ja? Wir erkennen stückweise. Und wir sind aber bereits schon vollkommen erkannt. Und auch wir werden irgendwann Gott in seiner Vollkommenheit erkennen, wenn wir in der Herrlichkeit sind. Aber bis dahin erkennen wir stückweise. Und als ich dann zum Glauben kam, kam ich plötzlich von der Vollkommenheit her. Ja, das heißt, Dinge, die die Wissenschaft vielleicht noch gar nicht erklären kann. Ja, also nehmen wir mal an, es gibt Menschen, die sagen, ja, wie will Maria ein Kind geboren haben, ohne dass sie Sex hatte? Ja, und dann hat eine bekannte Person, ein Bekannter hat dann zu mir gesagt, naja, aber es gibt ja schon, hat mir was von Zellen erzählt. Und ich habe dann gesagt, sag ich, weißt du, ich bin voll davon überzeugt, dass die Wissenschaft irgendwann so weit ist, vielleicht, dass sie belegen können, dass es so etwas wie der Heilige Geist scheinbar eine Zeugung vorgenommen hat. Das heißt, wir im Glauben, wir denken von der Vollkommenheit aus her und nicht von der Unvollkommenheit erkennen wir immer ein Stück mehr. Ja, das ist das, was wir sichtbar sehen. Aber im Glauben glauben wir eben auch die Dinge, die sich für uns noch nicht mit dem Verstand logisch-rational erklären lassen. Und das ist für mich nach dem, wie ich früher gearbeitet habe, einfach für mich einfach, es hat keine Grenzen mehr. Ja? Jetzt hat Gott keine Grenzen mehr. Also ich denke definitiv noch viel zu klein. Ich bin davon überzeugt, dass mein Glaube
auch noch wachsen wird, ja, dass mein Maß des Glaubens, dass ich noch lange nicht an diesem Maß des Glaubens dran bin, natürlich an dem Jesus war, aber ich möchte gerne immer mehr dahin kommen. Ja, das heißt, auch mein Glaube wächst, Zweifel gehen immer mehr, ja, mit jeder Sache, wo wieder Gottes Herrlichkeit sichtbar geworden ist, ist der Glaube wieder ein Stück gewachsen und Zweifel, wieder mehr Zweifel sind gegangen. Und so gehen wir eben Stück für Stück für Stück für Stück, ja, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber versucht mal da vielleicht auch ein bisschen umzudenken, ja, und habt jetzt nicht so eine Angst davor, oh, die Claudia, was sie jetzt macht, das hat jetzt was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und das ist ein esoterischer Geist oder das ist ein psychologischer Geist oder sonst was. Wenn ihr solche Gedanken habt, lasst es einfach mal sacken. Nehmt es mit ins Gebet und schaut euch diese Videos an und denkt mal wirklich über den Tellerrand raus und stellt euch die Frage, ob nicht vielleicht der Teufel euch davon abhalten will, solche Sätze auszusprechen, weil sie eben Macht haben, weil sie Kraft haben, weil sie Gottes Wahrheiten unterstreichen. Ja? Also solltest du da jetzt irgendwie Zweifel haben, nimm es mit ins Gebet. Ja? Der Heilige Geist ist dein Lehrer und wenn du Gott um die Wahrheit bittest, wird er dir Wahrheit, Weisheit und Erkenntnis oder auch Einsicht geben. Ja? Du musst mir nichts glauben. Aber mach nicht den Fehler, dass du sofort bei dem ersten Gedanken dich vom Teufel aus vor Angst, ja, weil du Angst hast. Angst ist kein guter Ratgeber. Die vollkommene Liebe Gottes treibt alle Furcht aus. Also wir haben keinen Geist der Angst. Also Angst ist kein guter Ratgeber. Also wenn du Angst hast, wandelst du nicht im Geist. Also das solltest du für dir vielleicht auch dann mal merken. Dann leg diese Dinge auf jeden Fall dem Vater hin, bitte den Heiligen Geist darum, er möge dich lehren und ich bin davon überzeugt, er wird es auf seine Art und Weise, wird er dir Hilfestellung geben und wird dich ja in Weisheit und Erkenntnis, also er sagt, wer um Weisheit, Erkenntnis bittet, wird sie auch bekommen und dann wirst du sie auch bekommen. So, das war es also jetzt von mir und jetzt dürft ihr euch freuen. Ja, eines der nächsten Videos, die jetzt hochgeladen werden, ist unser erstes Video, was ihr wirklich mitmachen könnt. Es ist ein Mitmach-Video. Nutzt es, um eure Gedanken und Sinne zu erneuern und Wahrheit in eurem Leben auszurufen. Bis dahin, seid gesegnet. Shalom.